Na eben. Doch, jetzt. Ist da auch ein Schluck, Schwuppi? Ist das? Ja, pass auf. Na, na. Na, Papa, ja, ja. Die Kuh hat aber furchtbar starke Muskeln. Ja, bind den Schwanz noch am Kopf fest. Geben, Papa, der Schwanz kommt langsam rum. Mit einem Bindfaden, du Schäfchen. Hast du einen? Nein. Komm, wir haben auch genug. So. Wir danken Ihnen sehr, meine... So was. Hm? So ein dummer Kuh. Zur Strafe geben wir hier kein Geld. Komm. Papi? Ja? Darf ich ein paar Blümchen pflücken? Nein, 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 du bleibst im Wagen, komm, sonst fällst du mir noch einen Abhang runter. So, jetzt kriegst du einen Apfel. So, dann gebe ich dir noch ein Stück Schokolade. Und abends essen wir dann richtig, ne? Ja, Papi legt sich jetzt ein halbes Stündchen aufs Ohr. Ja? Mhm. Jumbo, komm rein, hopp, Schläfchen, Marsch. Sonst fällst du mir auch noch in die Schlucht. Was machst du denn da? Ach, ich halte nur den Wagen von hinten fest. Ach, nein, nein. Ach, oh. Suchst du jemanden, Roy? Entschuldige bitte einen Augenblick. Verzeihung, mein Name ist Bentley. Ich erwarte hier eine Dame. Ja, Mr. Bentley, ich habe einen Brief für Sie. Dankeschön. Bitte sehr. Ist ein tolles Ding. Es sollte eine Überraschung für dich sein, Darling. Von meiner Schwester. Lieber Roy, als ich den Jungen abholen wollte, war sein Vater mit ihm geflüchtet. Ihr müsst euch jetzt selbst um die Angelegenheit kümmern. Ich bin ab übermorgen in Lausanne, herzlichst Jane. Ulis Vater. Der ist wieder aufgetaucht. Ja, aber er hat doch nicht den geringsten Anspruch auf das Kind. Ich verstehe das Ganze nicht. Ich verstehe sehr gut. Der Bursche hat gehört, dass du geheiratet hast und will dich erpressen. Wir sollen ihm sozusagen den Jungen abkaufen. Das kommt bei uns alle Nase lang vor. Glaubst du wirklich? Er wird schon auftauchen und Geld verlangen. Verlass dich drauf. Wir brauchen bloß abzuwarten.